Hallo und herzlich willkommen zurück in einer Spontanaufnahme mal wieder, denn auch heute nehme ich wieder die Folge für heute auf. Habe ich gerade auf Hatzebuch angekündigt und mir Themen vorschlagen lassen. Ja, du bist auch so ein Thema. Du alte Kajaltunte. So, auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen? Eigentlich gar nichts. Ich wollte heute nur lügen. Das Thema der heutigen Folge ist Lügen. Nein, das war gelogen. Eine Lügception. So, bevor ich jetzt aber loslege, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie ich das mit dem Dach mache. Mache ich da jetzt ein durchlaufendes Spitzdach oder lasse ich es bleiben? Eventuell mache ich es doch durchlaufend. Ich wollte ja oben eigentlich noch so ein... Na, so ein normales Dachdingens haben, aber das wird ja nichts mehr und... Ihr wolltet ja auch nicht. Ist ja so, dass dann... Aber ich bin ja zu faul, wenn ich das Dach nicht durchziehe. Habe ich ja schon erwähnt. So. Als Thema wurde vorgeschlagen... Die Jugend von heute. Also eigentlich wurde vorgeschlagen, die Mädchen von heute, aber ich sehe das dann immer so, das ist voll sexistisch, wenn ich nur um Mädchen rede. Nee, aber die Wahrheit ist natürlich, es gibt gar keine Jugend von heute. Es gibt generell... Wie kann ich das denn jetzt machen hier eigentlich? Es gibt generell eine Jugend, aber es gibt natürlich... Ich brauche Treppen, ne? Nee, doch nicht. Aber es gibt natürlich generell keine Jugend, wo man verallgemeinern könnte... Wie war das mit Aristoteles schon, der sich darüber beschwert hat, wie die Jugend heutzutage ist, angeblich, bla bla bla. Und das ist so ein roter Faden, der zieht sich durch. Das Problem ist einfach nur, dass die Erwachsenen von heute vergessen haben, wie sie damals selber waren. Das ist nämlich ein großes Problem. Und ich selber nehme mich da nicht aus. Ich, naja, ist mir mal so aufgefallen bei mir selbst. Ich sehe dann so quasi oder habe dann so festgestellt, dass das ja scheiße ist. Nee, wie unflätig manches doch geworden ist und bla bla bla, aber so im gleichen Atemzug, wenn man sich zurückerinnert, es war damals eigentlich alles genauso. Man war gut, also man hat natürlich Renten an einem Bus Platz gemacht, bla bla bla, das Thema hatten wir schon, oder hatten wir das beim Let's Talk? Nee, das kommt noch beim Let's Talk, natürlich auf Sarazars Channel und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich glaube, das ist nicht jugendabhängig, sondern personenabhängig. Ob man jetzt Platz macht oder nicht. Move, bitch, out of the way. Geil, das wäre geil, wenn dann so ein Opa in den Bus steigt, weißt du, mit so einem Stöckchen, sich dann irgendwie vorwärts schiebt und dann sitzt da irgendwie so eine Olle, irgendwie so eine stark geschminkte Olle, zufällig gerade auf dem Behindertenplatz im Bus. Dann kommt der Opa und macht einfach Ansage. Move, bitch, out of my way. Stell ich mir cool vor. Ich frag mich eh, was man später so für ein Opa wird. Das, auch das Thema hatten wir ja, oder haben wir noch im Let's Talk. Das greife ich schon mal vorweg. Das, verrate ich jetzt schon mal. Und da fragt man sich, was wird man denn später eigentlich so? Oder was will man denn später werden? Oder, ich meine generell, jetzt so als junger Mensch gerade, hat man ja eh so Ziele. Oh, ich werd Schauspieler. Oh, ich werd berühmt. Oh, ich werd Millionär. Das waren so... Ich erinnere mich, das waren, glaube ich, auch meine Zukunfts, nee, also ich wollte nie berühmt werden, Millionär eigentlich auch nicht. Ich habe mir mal gesagt, ich will wohlhabend werden, das so, dass ich mir nicht um Geld Gedanken oder Sorgen machen muss. Was natürlich auch meiner, naja, wohl mit meiner Jugend geschuldet ist, die ja dann... Naja, sagen wir mal, wir waren keine reiche Familie, so. Und ich wollte mir nie Sorgen um Geld machen müssen. Und ich glaube, dafür, dass man so... im Braunschweiger Ghetto aufgewachsen ist. Naja, Ghetto ist ja sehr relativ in der westlichen Welt. Ich bin Ghetto. Und ist eh der halbe Mittelstand irgendwie. Ist immer relativ alles geworden. Von den ganzen Ghetto-Kids, die sich für Ghetto halten und dann irgendwie zu Hause im reinen Mittelhaus wohnen. Das ist eh das Geilste. Davon kenne ich auch ein paar, die dann immer sehr hardcore kamen. Und haben dann... teilweise auch Musik gemacht, so von wegen, das Leben auf der Straße ist hart, aber wohnen dann schön bei Mutti behütet im Rheinmittelhaus, wunderschön im Grün und es war zauberhaft einfach nur. Ja, so ist das gewesen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte einen neuen Kobbel holen und habe natürlich keinen Platz im Inventar. Das Wasser schmeiße ich mal weg. Ich meine, das... Da hole ich mir lieber einen Eimer Wasser, ganz ehrlich. Und ihr habt natürlich recht, die Grasblöcke kann man natürlich mit Behutsamkeit abernten. Tiger, lässt du mich in Ruhe oder muss ich eine... Was ist das denn gerade für ein Geräusch? Die Frage ist, wo kriege ich jetzt Kobbel her? Wir haben den Tunnel gebaut... Wir haben den Tunnel gebaut, habe ich Kobbel in die Kiste... Habe ich nicht Kobbel in der Kiste?
Wieso war ich überhaupt auf Kobbelreise? Ich muss doch Kobbel in der Kiste haben. Das Dach sieht von hier sehr fulminant aus. Größer als das Haus an sich. Und der Dirk will ja, dass wir mehrstöckig bauen. Verdammt nochmal. Und da, der Kommentar hat so viele Likes, dem kann ich mich ja gar nicht entziehen. Da muss ich ja sagen, okay, machen wir. Aber ist ja auch nicht die schlechteste Idee. Es war ja vorgeschlagen und dann... Boah, das wird von dieser Seite aus gar nicht mal so hässlich aussehen, ne? Wenn es einigermaßen fertig ist. Das Dach sieht zumindest schon mal ganz stylisch aus. Gut, der Rest ist momentan noch Baustelle. Ich guck mal ganz kurz in die Kiste, ob wir Kobbel haben. Dann kann man das Dach zumindest schon mal einigermaßen fertigstellen. Wir brauchen noch entgegengesetzte Treppen. Guten Tag, die Herrschaften. Darf ich sie mal kurz rasieren? Vielen Dank. Ich gehe mal wieder zurück. Und dann schaue ich mal ganz kurz in die Kiste. Kein Kobbel in der Kiste? Da ist kein Kobbel in der Kiste. Wo ist der Kobbel denn nur hin? Ich verstehe es leider nicht. Kobbel, wo bist du? Du kannst mir so viel geben. So, da der Kobbel uns nichts geben will, ja scheiße, da... So, die Schuhe sind auch fast durch übrigens. Habe ich auch einen Tipp bekommen aus der Community, dass die Schuhe fast durch sind und so entledigen wir uns langsam unserer gesamten Rüstung. So, und dann würde ich sagen, wir machen uns mal neue Schuhe aus Eisen. Großartig. Yeah, ich freue mich. Was wir uns... Ach so, das kann ich ja... Muss ich ja auch hier machen. Dann machen wir uns nochmal... Ich habe keinen neuen Stickety-Stick-Stick. Das mache ich mal ganz kurz so. Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine... Das ist meine neue Channel-Titelmusik. Die ist respekteinflößend. So, ich glaube, es wird gleich wieder Nacht. Das heißt, wir können uns gerade nicht auf eine Kobbelreise machen eigentlich. Ich lasse mich überraschen. Komm, wir haben jetzt neue Schuhe. Alter, die Libellen, ne? Die hören sich an wie irgendwas Elektrisches, was sich hier entlädt. So, ich nehme natürlich die Wolle von überall mit. Die brauchen wir ja immer noch. So, und über die Wiesen geht es irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau, wohin hier ist. Komm, hier können wir doch aus der Höhle. Hier können wir doch irgendwo... Da können wir sogar Eisen mitnehmen, das machen wir auch mal gerade. Dann können wir hier einfach mal ein bisschen Kobbel mitnehmen. Das wird ja hier sicherlich niemand vermissen. Zum Beispiel hier den ganzen Zwischenraum kann man nochmal aushöhlen. Und dann müssen wir natürlich gucken, das wurde auch schon angemerkt, wir machen natürlich irgendwie, natürlich sage ich, habe ich noch nie gemacht, wir machen irgendwie noch den Minenschacht in Richtung... der riesigen, riesigen Höhle. Da wollen wir das Haus natürlich verbinden. Und das würde ich dann natürlich auch gerne mit Minenkarren machen. Das heißt, wir machen tatsächlich dann was mit Minenkarren. Man soll es gar nicht glauben. Hat ja nur über 1000 Folgen gedauert. Den Minenschacht damals habe ich ja nur angefangen und dann nie weitergemacht. Ich weiß aber gar nicht warum. Weil ich irgendwie das Gefühl habe immer, dass Minenschächte irgendwie so unnütz sind. Also jetzt Minen an sich natürlich nicht, aber so Minenkarren und so. Ist ein großer Spaß, aber im Grunde genommen, Hand aufs Herz, also so mega viel Sinn bringt's halt nicht, es sei denn, man macht sich da jetzt wirklich so eine Minenstrecke zum Abbauen, irgendwo eine große Höhle zum Materialienabbau, aber das Problem ist, dass die Höhlen dann auch super schnell leergeräubert sind, wenn man da nicht gerade per Strip-Mining durchgeht oder eigene Sachen durchzieht, eigene Wege natürlich. So, was ist das hier gerade? Sie haben Straßenfrühstücksmusik oder was? Ach, Super Mario World. Oh, Entschuldigung. Ach, stimmt ja hier. Ach ey, das ist doch so krass hier. Komme ich da rüber? Überhaupt nicht. Dann mache ich mal Folgendes. Wir brauchen ja eh Kobbel, das heißt, ich kann ja hier ganz gemütlich abbauen und hab dann eine super Ausrede euch gegenüber, dass ich hier in der Höhle rumhänge. So, Ausrede, Schmausrede. Schaufel weg! So.
Reicht aber auch schon. Und dann bauen wir uns hier eine ganz bequeme Treppe runter. Das Problem ist nur, dass da eventuell gleich jemand angreifen kann. Ich muss außerdem noch... Habe ich gerade einen Zombie gehört? Weiß ich gar nicht. Verdammt, ich will hier gar nicht rein. Aha. Pass auf, dann macht es mal so folgendermaßen. Wieso habe ich auch einen Fisch in der Hose? Ach so. Hier waren wir noch gar nicht. So, hier kriegen wir auch jede Menge Gleise her, wenn wir später mal Gesichtsentgleisungen haben. Diamant! Einfach mal so, ich freue mich. Ne. So, naja, probieren wir mal unser Glück. Ich hoffe, da kommt keine Spinne hinterher. Wenn die uns hier natürlich beißen, wie wir runterfliegen, ist natürlich alles vorbei. Und wir wissen ja, wie die kleinen Scheißviecher sind. Da unten ist ein Lavapool und unter uns sind Spinnen. Alter, ich trau dem hier keinen Meter. Ganz ehrlich, da gehe ich lieber weg. Das ist mir zu riskant. Oder aber... Boah, ich hasse diese... Diese Spinnen sind das Schlimmste übrigens. Finde ich zumindest. So, pass auf. Hier machen wir mal Folgendes. Wir brauchen ja eh Kobbel. Dann baue ich hier Kobbel ab. So, da sind sie schon alle. Ach du Scheiße. Wie machen die das jetzt? Hä? Natürlich vergiftet. Alle sind vergiftet. Boah. Ich hasse diese Minispinnen. Ha! Huh. Ja, 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 ich weiß, hier ist eine Höhle. So, dann wollen wir uns hier mal durchfighten. Alter, ist das wirklich nur ein Nest? Ah, super. Komm, eigentlich kann man es mitnehmen für Wolle, aber weißt du... Im Grunde genommen ist es das gar nicht wert, weil wir es alles mit dem Schwert abbauen müssen und das Schwert verbraucht sich dann. Die Musik passt super zur Höhle übrigens. Aber wenn ich die Playlist wechsle, gehe ich wieder aus dem Vollbild raus. Das will ich gerade nicht. Außerdem, ich will doch hier gar nicht die Höhle erforschen. Was mache ich denn hier? Was ist... Ach, hör doch auf. Alter, ey, was ist denn das für ein monströses Ding? That's what she said. Nee, aber ernsthaft. Was ist das für eine monströse Höhle? Und man sieht hier erstaunlich wenig Viecher irgendwie.